glaube, diese Frage müsste man jedem Einzelnen stellen. Sie kann so viel. Und vielleicht für einen anderen Menschen kann ein bestimmtes Kunstwerk genau gar nichts. Die Herausforderung habe ich zuerst gefunden. Das ist nicht möglich. Aber eben so, wenn ich bin, nicht möglich, gibt es eigentlich nicht. Weil nicht möglich ist nur, gibt's nur, wenn man daran glaubt, dass es nicht möglich ist. Wenn man nicht daran glaubt, dann muss man noch den Weg dazu finden. Ich reiste nach Italien, weil ich von Chef Raffa wissen wollte, was er so von diesem Schweizer Pasta-Künstler denkt. Denn Urs Bracci aus Rheinfelden macht Pasta, die so manchem italienischen Koch vor Neid erblassen lässt. Beeindruckend, filigrante Muster arbeitet er in seine essbare Kunst ein. Täglich steht er in der Küche und entwickelt neue Kreationen. Wie das? Aber es sieht so toll aus. Von den drei Expertinnen wollte ich wissen, was kann die Kunst bewirken? Wie beeinflusst die Kunst die Parkinsons Betroffenen? Und wie können wir sie weiter unterstützen? Was können wir von ihnen lernen? Ich hatte ganz viele Fragen. Ich glaube, die Individualität, dass jede Person so auf seine eigene Art und Weise kreativ sein kann, manchmal ganz unerwartet kreativ ist oder so, wie wir es zumindest nicht erwarten würden, so im ganz normalen Schema. Und vor allem auch die Freude, die Leute da haben, es einerseits zu machen und andererseits dann auch zu präsentieren, dass sie so stolz mit ihren Zeichnungen oder Skulpturen oder so zu uns kommen und das zeigen. Das finde ich ganz toll. Was ist eigentlich für eine Krankheit, dass du hast? Das ist Parkinson. Das ist eine degenerative Hirnerkrankung, wo eigentlich die Zellen kaputt gehen, wo eigentlich das Dopamin herstellen. Gel ist Kurkuma, Orange ist rote Beete und Kurkuma. Und das Rote ist rote Beete mit ganz wenig Kurkuma drin, damit es ein bisschen mehr richtig rot geht. Weil rote Beete ist eigentlich fast so ein Stich ins Violette. Und jetzt Blau, das ist thailändischer Butterfly Pea Tea heisst er. Das ist eine Blüte, die ganz stark blau färbt. Okay, die Krankheit ist ja oft das Problem der Drive oder dieser Antrieb, überhaupt was Lust zu haben, etwas zu machen, etwas zu tun. Und Kinder, die haben ja diesen Drive. Also wenn die da sind, dann geht ja immer etwas. Was Kinder, was du jetzt auch sehr viel erwähnt hast, was Kinder vielleicht noch nicht haben und was, wo man vielleicht können wir schon so sagen, was macht uns plötzlich für in einem gewissen Alter nicht mehr kreativ, ist eigentlich die Sorge vom Urteil. Die Sorge vom Urteil, dass es nicht gut genug ist oder dass es dann kein Kunstwerk ist. Diese Sorge haben Kinder nicht. Die haben diese Blockade nicht. Und was Parkinson-Patienten, die kreativ sind, gemeinsam haben mit den Kindern, die haben diese Blockade auch nicht. Und ich glaube, das ist das, was jetzt uns Forschern und Ärzten so dermaßen fasziniert, dass sie plötzlich diese Blockade nicht haben. Weil diejenigen, die den Drive haben, haben keine Blockade. Sie sind plötzlich wie die Kinder und haben nicht diese Sorge. Einer der wichtigsten Dinge ist, glaube ich, wirklich, sie auch darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Aufmerksam zu machen und ihnen diese Idee in den Kopf zu setzen, dass sie kreativ tätig sein können, dass sie diese Kreativität nutzen können. Und ob es dann in einem Endprodukt endet, dass es eine Kunstform ist, für sie oder auch für andere Menschen, das ist dann eigentlich vielleicht für den einen Menschen nicht sekundär, aber für den anderen Menschen sekundär. Aber sie einfach darauf aufmerksam zu machen, dass sie den Kreativitätsprozess dazu nutzen können, ihre eigenen Potenziale zu finden. Und das ist, glaube ich, für Menschen, die Parkinson haben, besonders wichtig, weil sich dermaßen ihre Welt umgedreht hat mit dieser Diagnose und sie
vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, gerade bei dem, warum soll ich denn jetzt beginnen, Kunst zu machen? Sie sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Sie sind, was Marisa oft jetzt gesagt hat, damit beschäftigt, was sie nicht können. Ihre Schwierigkeiten, ihre Symptome, wie können sie die lindern? Aber kreative Wege zu finden, Symptome zu lindern oder vielleicht ganz indirekt zu lindern, dass es einfach passiert, so wie uns Maler, die Parkinson haben, berichten, dass sie während dem Prozess vom Malen plötzlich keinen Tremor haben, weil sie mit so einer Leidenschaft an das herangehen, dass sich der Fokus auf diesen Kreativitätsprozess bezieht, indem sie in diesen Raum einfach spielen und damit interagieren. Dann passieren plötzlich einfach die Dinge, wo sie sagen, hey, das ist jetzt eine Lösung für mich, die ich vorher noch gar nicht selbst für mich gewusst habe. Und das ist diese Entdeckungsreise. Und wenn wir ihnen irgendwie das geben könnten, einfach nur, dass sie sagen, es gibt da eine Entdeckungsreise für dich. Und Kunst ist ja nicht nur, eben, wie wir schon gesagt haben, Malen oder Skulpturen. Es ist alles möglich, solange das für die Person, die es macht, irgendwie Sinn ergibt oder Spaß macht schon nur, ist das ja eigentlich schon Kunst. Ja. Das ist das, was ich mir persönlich vorhalte, dass der Kreativitätsprozess eben deshalb ein Prozess ist, weil er ständig im Fluss ist. Es verändert sich ständig. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung. Die Erkrankung zwingt einen dazu, dass die Umstände sich ständig verändern. Aber daran muss ich auch meine Kreativität ein Stückchen weit anpassen. Aber ich glaube auch, dass deshalb man daran wachsen kann und auch weiterkommen kann, um besser mit der Erkrankung umzugehen. Ich denke, wichtig ist einfach, diesen Drive zu behalten oder diese Lust, etwas zu machen, ja, aktiv zu sein und sich da nicht irgendwie auf dem Sofa niederzulassen und einfach nur noch abzuwarten, sondern wirklich einfach etwas zu tun und diese Neugierde, wie du sagst, aufrechtzuerhalten. Also schon so würde ich es als Meisterwerk bezeichnen. Sehr oft sind sie in diesem medizinischen Umfeld und sie bekommen die Diagnose. Und dann sind sie eben, sie haben diesen Fokus so sehr, aber auch sehr viele Ärzte haben auch den Fokus auf das, was sie nicht können. Aber wenn sie zu Hause sind, dann schaut doch jeder, was er eigentlich kann. Und wenn sie dann versuchen, künstlerisch aktiv zu sein, dann ist das nicht mehr eine Sache, es ist nicht nur das, den Fokus darauf zu bringen, was sie können, sondern eigentlich das, was sie vielleicht durch Parkinson vielleicht neu erschaffen können, was sie für vielleicht neue Kunstformen entwickeln können. Ich denke, ich würde heute keine Pasta machen, keine sonnige Pasta machen, wenn ich kein Parkinson hätte. Ermöglicht ihnen, dem Parkinson nicht so viel Beachtung zu schenken, weil der Fokus auf was anderes gerichtet ist, was bei ihnen die Emotionen und auch die Aufmerksamkeit auf das richtet, was ihnen irgendwo auch Leidenschaft, Emotionen, Freude auslöst. Und ich denke, das führt zu einer neuen Freiheit, weil der Parkinson-Untermieter, wie auch immer sie ihren Parki dann auch nennen, eben nicht mehr im Vordergrund steht. Ja, wir sind ja Digi, 3 mm, und wenn wir den Querschnitt machen, dann machen wir auch wieder 3 mm, so haben wir Quadratchen. Bereitet, das heißt, Urs, wie viele Stunden bist du schon dran gestanden, um den Teig vorzubereiten? Also ich habe den Rot, Gelb und Orange habe ich gemacht, das habe ich eine halbe Stunde gehabt. Man spricht ja unterschiedliche Sinne an. Es geht nicht nur um das Visuelle, sondern es geht auch ums Riechen, es geht um Geschmack, es geht um verschiedene Aspekte, die wir beim Essen ja benutzen. Und deshalb denke ich, ist Pasta und Kochen eigentlich noch etwas, was auch unsere unterschiedlichen Sinne aktiviert. Deshalb ist es nicht nur das, was wir visuell auf dem Teller haben, was natürlich ein Riesending ist. Ja, also wenn das, was ich ansehe, schon mich visuell anspricht, dann läuft mir das Wasser förmlich im Mund zusammen, aber wenn es auch noch gut riecht und dann auch noch gut schmeckt,
das trägt zum Gesamtwohlbefinden bei. Und ich glaube auch das, diese unterschiedlichen Sinne zu aktivieren, das machen wir bei der Kreativität auch. Erkennen positive Effekte. Ich habe eigentlich sehr viel über mich und die Welt gelernt damit. Und das ist eben, ich denke, so Erfahrungen können die wenigsten Leute machen, dass grundsätzlich einmal das gesamte Selbstbild von einem auf den Kopf gekehrt wird. Und ich denke, das ist wahnsinnig tolle Erfahrung. Also ich denke, ein Teil des Jobs eines Neuropsychologen ist, den Patienten aufzuzeigen, da sind noch ganz viele Ressourcen. Oft kommen Patienten zu uns und haben das Gefühl, es geht fast nichts mehr, ich kann gar nichts mehr machen. Und ein Teil unserer Aufgabe ist es, zu zeigen, doch, diese Fähigkeiten, die gehen noch, da ist noch was möglich. Und vielleicht kann das auch eine Unterstützung sein. Es ist eigentlich ja nur ein Mittel, um irgendwie seine Kunst darzustellen. Oder egal, was man benutzt, schlussendlich geht es darum, was macht man damit? Oder was unterscheidet ein Spaghetti von einer, also ein normales Spaghetti von einer künstlerischen Spaghetti, ist ja das, was man da probiert reinzukriegen, die Emotion, die Idee, die da dahinter steckt. Schlussendlich, welches Mittel das dafür benutzt wird, das ist ja gar nicht so wichtig. Ja. Und wenn ich das aufgreife, was du gesagt hast, dass es im ersten Moment eigentlich so wirkt, dass jetzt irgendwie Kunst und Kreativität und Pasta eigentlich weit entfernt ist, dann hat uns ja genau dieser Betroffene gezeigt, er hat es uns zusammengebracht. Ja. Er ist die Antwort. Ja, also das ist was ganz Besonderes, Einmaliges, wunderschön. Noch nie sowas gesehen, überhaupt die Idee, sowas Vergänglichem wie Pastateig, sowas Zauberhaftes zu kreieren. Wahnsinn. Wenn es schön aussieht, das finde ich Kunst. Nicht, dass das bei jedem Menschen so funktioniert. Also ich denke, es gibt Menschen, die mit dem Prozess anders umgehen müssen und auch manchmal Verdrängung ein Stückchen weit dazugehört, bis man so weit ist. Kreative Lösung für etwas zu finden, die individuell auf mich zugeschnitten ist und dann passt und die für den Parkinson-Patienten passt. Das heißt, er kann über die Kreativität seine eigenen Lösungen finden, mit Schwierigkeiten umzugehen. Ich denke, es kann für die Lebensqualität kann das viel bewirken. Ob sie jetzt die Krankheit wirklich akzeptiert haben oder nicht, dass sie einfach ein glückliches Leben vielleicht führen können und mehr Spaß am Leben haben können durch eine kreative Tätigkeit.